Ja, servus liebe Kinderautoren, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Oder besser gesagt, Jean Dobre. Heute koche ich mit euch etwas typische Spezialität aus Polen oder der Ukraine, nämlich einen Borscht. Borscht habt ihr sicher schon gehört, das ist ein ganz, ganz leckerer rote Beete. Ein Topf, der super leicht zu kochen ist, der auch Kindern richtig gut schmeckt und bei dem ihr auch variieren könnt. Und wie das Ganze geht, das zeige ich euch jetzt, könnt ihr mit. Eine Kartoffel mittlerer Größe schälen und in feine Würfel schneiden. Weißkohl, Spitzkohl oder Wirsing werden wir jetzt fein hobeln. Schon ist der Kohl gehobelt und bereit zur Verarbeitung. Kommen wir zum Hauptdarsteller des Borscht, nämlich die roten Beete. Die gibt es bereits schon gegart und geschält zu kaufen. Wunderbare Bioware aus Franken. Und die schneiden wir in kleine Würfel. Die mittelgroße Kartoffel schnippeln wir in kleine Würfel. Jetzt geht's einer Zwiebel an den Kragen. Auch sie wird in feine Würfel geschnitten. In einem Topf, der groß genug ist, dünsten wir zuerst mal die Zwiebel goldgelb an. Wir geben jetzt das ganze Gemüse, auch das Kraut, in den Topf und lassen es andünsten, auch so circa 5 Minuten. Und ihr seht selber, wie das Kraut schon an Volumen verliert. Wir geben jetzt Gemüsebrühe hinzu und lassen bei mittlerer Hitze das Ganze etwa 20 Minuten kochen und geben natürlich einen Deckel drauf. So, basta. Zum Schluss noch den Borscht pürieren und dann können wir ihn servieren. Ja, mir hat der Borscht geschmeckt. Ist auch was Gesundes, richtig lecker, einfach zu kochen. Probiert es aus, das war jetzt wirklich der erste Borscht meines Lebens, den ich gekocht habe. Und Eigenlob stimmt, ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. Ja, probiert es aus, dass ihr auch so was kochen könnt. Und ich wünsche euch einen guten Appetit, meine Lieben. Macht es gut, für den Servus, euer Olli.